Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ich möchte gerne mit Gerald ansprechen. Was denn für ein Gerald? Bitte? Was denn für ein Gerald? Michael ist mein Name. Mit wem spreche ich? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Trüger. Ibineib. Ihr Vorname ist Ibineib. Ja. Ja, guten Tag. Hallo, schon guten Tag, so Herr Steiner. Kann ich Hallo? denn behilflich sein? Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Ihr habt es schon gehört. Heute wird es wieder wie immer sehr seriös. Wir haben wieder zwei verschiedene Trading-Abzocker an der Leitung und die von den schönen netten Pillchen, die wir da bestellen können. Ihr wisst schon, die Coronis-Pillen. Ich weiß nicht, wie die damit Erfolg haben können, aber so ist es leider. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen drei wahnsinnigen Telefonaten. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ich möchte gerne mit Gerald ansprechen. Was denn für ein Gerald? Bitte? Was denn für ein Gerald? Michael ist mein Name. Mit wem spreche ich? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Mit wem möchten Sie denn haben? Herr Gerald. Nee, Herr Gerald gibt's ja nicht. Ist ja ein Vorname. Wie bitte? Ja, Intelligenz ist nicht so, ne? Mit wem spreche ich? Entschuldigung. Ja, mit denen, den Sie angerufen haben. Hallo. Ja. Michel Sar ist mein Name. Ich bin die Kundenberater von meiner Firma und muss ich persönlich mit ihm sprechen. Ja, mit wem denn? Herr Hubschrauber. Ja, Herr Hubschrauber. Den haben Sie am Apparat. Ich grüße Sie. Entschuldigung. Ich bin die Kundenberater von Bitmoon24, die Handelsplattform. Sie Ja. haben bei uns angemeldet. Ja, Ein wann denn? Handelskonto haben Sie eröffnet. Es Wann geht denn? direkt um den Finanzmarkt. Ja, wann denn? Aber Ihr Account ist noch nicht aktiviert, über das ich melde mich bei Ihnen. Ja, also die Theorie mit der Intelligenz, die wird ja immer runder. Wie bitte? Ja, genau, meine ich. Was meinen Das, Sie? ja, genau, das hast du schon richtig erkannt. Herr Hubschrauber, geben Sie mir bitte Bescheid, was möchten Sie mit Ihrem Account machen? Über das ich rufe Sie an. Ich Den helfe können wir Ihnen mit nehmen, der den können wir Verwaltung. nehmen, den Account, können den in eine Tüte packen, ein bisschen mit rumschleudern und dann gegen die Wand schmeißen. Was meinen Sie? Haben Sie Interesse oder sagen Sie mir einfach nein? Ja, natürlich habe ich Interesse. Okay. Haben Sie bis jetzt Erfahrung im Bereich oder noch nicht? Na, bis jetzt. Also ist ja wie, als würde man auf den Teller kacken und die Kartoffeln zum Warmhalten ranschieben. Meine ich Erfahrung am Finanzmarkt. Ja? Und wie sieht deine Haben Erfahrung Sie? am Finanzmarkt so aus? Haben Sie? Was? Auf den Entschuldigung, Teller habe ich gekackt, meinen keine Sie? Zeit für Spaß. Bitte ein bisschen seriös. Ja? Haben Seriös? Sie Erfahrung am Sind Sie nicht Finanzmarkt oder nicht noch nicht? seriös oder was? Bin ich. Ja? Habe gefragt, weil alles läuft automatisch bei uns. Deswegen, Sie brauchen überhaupt keine Erfahrung am Finanzmarkt zu haben. Die System ist Also, vollständig automatisiert. Sie haben gefragt, ob das bei Ihnen automatisch ist. Woher soll ich denn das wissen? Wie bitte? Ja, genau. Wie bitte? Habe ich gefragt, ob Habe ich das Sie gefragt? Erfahrung haben am Finanzmarkt? Weil bei uns, Sie brauchen keine Erfahrung am Bereich zu haben. Ja, gestern, wissen Sie, gestern, als ich mir die Creme aus dem Kühlschrank geholt habe, da habe ich aus Versehen die Senftube genommen. Herr Hubschrauber, machen Sie Spaß mit mir oder was soll das? Wieso hören Sie mich lachen? Über welche Creme, über was Sie sprechen? Na, ich hab, wollte eigentlich Creme aus dem Kühlschrank nehmen, aber war denn Senf? Mostrig. Herr Hubschrauber, haben Sie Interesse auf unsere Plattform oder nein? Ja, natürlich. Okay, und haben Sie bis jetzt einmal probiert, also Handel mit Währungen oder noch nicht? Ja, na klar, also da Haben Sie habe ich. gute Erfahrung? Ja, so sozusagen Erdbeeren. Okay, super. Ja, finde ich auch super. Bei uns, Sie brauchen kein Experte sein, am Finanzmarkt zu haben. Wie gesagt, alles läuft Das automatisch. merke ich. Das Ja. merke ich, dass man bei euch kein Experte sein Und muss. wir werden Sie einem Finanzexperten zuweisen. Ihr Experte hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich und hilft Ihnen mit alles. In welchem Bereich hat Gewinne denn zu der Ahnung? maximieren. Bitte? Danke. Was haben Sie gesagt? Ja, ich habe Danke Habe gesagt ich gerade. akustisch nicht verstanden? Akustisch nicht. Ich glaube, da, das liegt nicht an der Akustik.
Das liegt an der Intelligenz. Ihr Experte ruft Ihnen einmal pro Woche an. Wie gesagt, er ist Ihnen zu helfen und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt. Ja. Sie können mit ihm über alles sprechen und finden Sie natürlich eine gute Strategie für Ihre Geschäftsplan. Über alles. Wissen Sie, ich habe da so eine Zyste am rechten. Meine ich über alles am Finanzmarkt, das, Herr Hofschrauber. Die Idee da ist, um extra Geld zu verdienen mit Kryptowährungen. Das ist die Idee da. Das ist auch in unserem Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, das bedeutet ich auch, unsere Kompanien auch. Okay? Ja, natürlich. Die Mindestbetrag, das Startkapital, ist 254 amerikanische Dollar. Vielleicht das haben Sie gelesen. Das ist aber ein bisschen wenig. Also mit sowas gebe ich mich nicht ab. Das ist mir zu wenig. Was haben Sie gesagt? Na, das, was ich gerade gesprochen habe, das habe ich gesagt. Haben Sie, verstehen Sie, wie viel ist die Mindestbetrag? Das ist mir zu wenig, will ich nicht. Das ist mir, das 230 war Euro. Ja, aber das ist ja albern. Mit wie viel möchten Sie zu anfangen? Na, unter 50k brauchen wir doch nicht anfangen. Mit, wie bitte? Na, 50k? 400. Nee. Entschuldigung, sprechen Sie bitte am Apparat, ich verstehe Sie nicht. Was? Wie? Ja, habe ich gesagt, sprechen Sie bitte am Apparat. Ja? Und ich habe gesagt, Intelligenz nicht so. Haben du da auch irgendwie intelligente Menschen am Telefon oder nur die, die zu nah an der Wand geschaukelt haben? Was meinen Sie, Herr Hübschauer? Naja, das ist halt so mit der Lufteinströmung, wissen Sie? Entschuldigung, ich muss wissen, dass Sie über 18 Jahre alt sind. Wie alt sind Sie, wenn ja? Ich bin über 18, ja. Mhm. Und wie alt genauso sind Sie? Wie alt sind Sie denn? Ich? Ja. Ich bin 35 Jahre alt. Und so Sie? Alt schon? Ach du Gott, da haben Sie ja schon Falten. Bitte? Da haben Sie ja schon Falten, da sind Sie ja schon total alt. Wie bitte? Ja. Das wissen Sie. Okay, danke. Ja. Ja, vielen genau. Dank. Gerne. Und Sie alle genauso sind Sie? Ja, auch so. Herr Hübschauer, können Sie ein bisschen Syrisch sprechen? Weil, ist da noch ein Hausmädchen. Oder Sie möchten mit jemand anderem von meinem Kollegen sprechen? Nicht, ich suche Personal, also so mit der Intelligenz. Sie möchten Sie nicht mit mir Personal sprechen? Nur, weiß ich nicht. Warum haben Sie sich so registriert bei uns? Warum? Ja, wo? Ja. Ich weiß ja nicht mal wann. Wie bitte? Ich weiß ja nicht mal wann. Wann habe ich denn das gemacht? Das war letzten Monat. Ach, letzten schon Monat. Schon lange steht Ihr Handelskonto eröffnen. Ja. Und da kann ja, sich wir rufen Sie. Und wenn Sie sprechen auf mir, ich kann Sie nicht hören. Nee? Was haben Sie gesagt? Na, Ohren waschen. Mit Wasser und Seife. Dann kommt da vielleicht auch mal was durch. Oder vielleicht mal ein bisschen den Ohrschmalz da aus dem Hörer rausmachen. Dann klingt und das nicht mehr so Sie sind kein dumm. Gentleman. Nee? Oh. Schönes Tag noch. Bleiben Sie gesund. Ja, Sie nicht. Na, also wenigstens ist er höflich noch bis zum Schluss geblieben. Ja, aber Leute, was sitzen da für Leute? Ich frage mich wirklich, wie das funktionieren kann. Man stellt ja wirklich, also am Anfang habe ich es ja noch mit normalen Fragen versucht, woher sie meine Daten hat und so weiter. Aber die hat ja einfach auch gar nicht zugehört. Tja, ich weiß nicht, woran das liegt. An der Sprachbarriere sicherlich auf jeden Fall, aber dadurch wirken die natürlich noch viel, viel dümmer, als sie wahrscheinlich sind. Denn schlau genug, um sich in den Betrüger-Callcenter zu setzen und den Text da abzulesen in einer fremden Sprache, die sie nicht können, so schlau sind sie ja schon noch. Aber das Verarbeiten, was der Kunde da eigentlich von sich gibt am Telefon, da hören die überhaupt gar nicht zu. Und das Schlimme ist, dass das trotzdem funktioniert. Also die rauben trotzdem die Leute alle aus. Ich find's einfach nur den absoluten Wahnsinn. Also man findet kaum Worte dafür. Es ist einfach nur absolut unterirdisch. Dass dieses Niveau am Telefon dazu führt, dass Menschen trotzdem ihr Geld einzahlen. Um es dann eben nicht mehr wiederzusehen. Genau das kann ich nicht oft genug wiederholen. Wer da sein Geld einzahlt, der sieht das nicht mehr wieder. Das Geld ist weg. Also nicht weg, irgendjemand fährt dann danach einen schönen Porsche, aber ihr habt das Geld nicht mehr. Und genau das ist das, was ich euch vermitteln möchte. Ich meine, die, die den Kanal regelmäßig hören, die wissen das natürlich. Alle anderen, passt auf jeden Fall auf, wo ihr euer Geld einzahlt. Es kann weg sein. Und normalerweise ist es so, dass euch seriöse Firmen auf keinen Fall von alleine einfach so anrufen, ohne dass ihr das erlaubt habt. Und schon gar nicht nach irgendeiner Werbung einfach anrufen. Es gibt sicherlich irgendwelche Werbeaktionen, wo sich Firmen dann danach bei euch melden, die dann auch legal sind.
aber nicht auf diesem Niveau hier. Das kann definitiv von keiner echten Tradingbank sein. Eine echte Tradingbank hört sich definitiv ganz, ganz anders an am Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Ertrüger. Ibinaip. Ihr Vorname ist Ibinaip. Ja. Aha, korrekt. Dankeschön. Sie haben bei uns Bestellformular ausgefüllt zum Produkt Erythron Aktiv. Ah ja, genau richtig. Die Schwanzpelz. Für die männliche Gesundheit. Haben Sie jetzt die Zeit? Kein Problem. Natürlich habe ich jetzt Zeit. Natürlich. Dankeschön. Wie alt sind Sie? Brauchen wir das? Wie viel? Brauchen wir das? Ja, ja. Warum? Welche Probleme möchten Sie lösen? Wir haben verschiedene Programme, Behandlungsprogramme deswegen. Na, da stand drin, wenn man die Pillen nimmt, dann bewegt man wie drei Kerle. Ab 40 Jahren bei den Männern, es gibt Mangel an Testosteron. Das ist ein wichtiges Hormon für die Männer. Und wenn Sie diese Kapseln einnehmen werden, Sie werden Testosteronspiegel steigern. Auf diese Weise werden Sie sehr gute Ergebnisse erhalten. Potenz stärken, Geschlechtsverkehrsverlängerung werden Sie verlängern und so weiter. Was Erektion und Libido anbetrifft. Deswegen so wollten wir das wissen, in welchem Stadium. Haben Sie keine Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Prostatitis? Ja, einige Kunden haben Prostatitis und dieses Mittel ist auch ein gutes prophylaktisches Mittel in diesem Fall, ja. Das ist ein Naturprodukt und wir empfehlen 3 Kapseln pro Tag einzunehmen. Folgenderweise 2 Kapseln nach dem Mittagessen, eine dazu nach dem Abendessen. Insgesamt 3 Kapseln pro Tag. So, das ist ein innovatives Mittel, ja, wie gesagt, naturelles Mittel, hilft viele Probleme mit männlicher Sexualität, erektiler Dysfunktion zu lösen. Dank der synergistischen Wirkung natürlicher Komponenten sorgt das Produkt für eine kräftige Durchblutung in den Schwellkörpern des Gliedes, was eine dauerhafte Erektion bringt, die Dauer des Geschlechtsverkehrs verlängert und die Empfindlichkeit beim Geschlechtsverkehr erhöht. So ist es. Bei der regelmäßigen Anwendung verbessert sexuelle Funktionalität, verjüngert den Körper und wirkt positiv auf die Ausdauer und das Nervensystem auch, ja, was heutzutage besonders wichtig ist. So, Herr Ertrüger, dann, ich werde Ihnen unsere Sonderangebote nennen und Sie sagen mir Bescheid, welches Programm möchten Sie heute nutzen. Kleinste, für einen Monat Behandlung, 2 Packungen plus eine bekommen Sie dazu gratis, kostet 103 Euro. Für 40 Tage, besser, Standardprogramm, ja, 3 Packungen plus eine gratis, 125 Euro für 40 Tage. Sie werden bessere Ergebnisse dann für längere Zeit erreichen und Sie werden keine Versandkosten bezahlen. Wirksames Programm für 2 Monate Behandlung besteht aus 6 Packungen, 3 gratis, 150 Euro, keine Versandkosten. Also, wie möchten Sie, welches Programm möchten Sie heute bestellen? Das Beste. Ah? Das beste Programm. Für 2 Monate. Ja. Günstiger, ja, und wirksamer. Sie wohnen in Deutschland, dann nächste Woche, Anfang nächster Woche, wir arbeiten mit der UPS-Kurierdienst in Deutschland an Ihre Adresse. Dann nennen Sie bitte Ihre Postleitzahl. 12055. Moment, 12? 0? 0? 55. Wie heißt Ihre Straße, bitte? Das ist die Braunschweiger Straße. Oh, wissen Sie? Oh, Hausnummer 35? Nee. Nein? Wieso? Schweiger. Wir Hat haben das schon heute mal einer bestellt? Ja. Aha, wer denn? Ein, vielleicht kenne ich den ja.
Moment, Peter, Braunschweiger Straße, ja, wir haben schon diese Adresse heute gehabt. Vor kurzem. Sehr witzig. Wer war das denn? Moment, jetzt kann ich Ihnen das nicht sagen. Ja, kann ich schon. Einen Augenblick bitte. Ja, einen Moment bitte. Vor kurzem. Aha. Peter Zauberfee. Nee, den kenne ich nicht. Nein, aber er hat diese Adresse auch genannt. Braunschweiger Straße, Haus Nummer 35. Aber da wohne ich ja nicht. Ach so, und Ihre Adresse? Also auch die Braunschweiger Straße, aber 104. Aha. 104. 4, ja? Mhm. Ist korrekt. Ja. Gut, dann Herr Trüger, Sie werden nächste Woche 6 Packungen erhalten. Prima. An Ihre Adresse und Sie bezahlen 150 Euro. Mhm. Und die Rechnung liegt dann dabei? Oder? Nein, per Nachname gerade beim Erhalt. Mhm. Okay, das kriegen wir hin. Ja? Mhm. Passt. Ja. Gut. Und nicht vergessen, 3 Kapseln pro Tag einzunehmen, 2 nach dem Mittagessen, 1 dazu nach dem Abendessen. Das steht ja sicherlich auch nochmal auf der Packung. Ja, natürlich. Mhm, prima. Gut, gut. Dann schönen Tag, schönes Wochenende. Alles klar. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also, erstmal der Name. Also, Ibineib. Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Tja. Und dem hat sie jetzt tatsächlich wieder Schwanzpillen zugeschickt. Und das absolut Unterirdischste. Sie verrät mir tatsächlich noch Namen aus einer fremden Bestellung. Nur weil jemand in der gleichen Straße bestellt hat. Also, würde ich jetzt auf einem kleinen Dorf wohnen? Wüsste ich jetzt, dass Hans-Peter aus der 34 oder wie er da hieß, Schwanzpillen bestellt? Ja. Also, mit Datenschutz hat das hier, glaube ich, überhaupt nichts mehr zu tun. Für die, die jetzt hier relativ neu eingestiegen sind, das sind Pillen für die männliche Erektion, um die Durchblutung der Schwellkörper wieder zu verbessern. Steht zumindest auf der Webseite. Was da so richtig drin ist an Inhaltsstoffe, verrät man uns nicht. Man meldet sich auf einer Werbeseite an und denkt, man bestellt es online. Nein, tut man nicht. Man trägt nur seine Daten ein, drückt dann auf Weiter und anstatt dann in ein wirklich fertiges Bestellformular zu kommen, steht dann einfach nur da, Sie werden gleich angerufen. Das wusste ich vorher nicht. Das sagen die einem denn, wenn man seine Daten eingetragen hat. Fast im selben Moment klingelt dann das Telefon und ihr habt jemanden am Telefon, der euch Schwanzpillen verkaufen möchte. Wozu die auch immer genau dienen. Im besten Fall sind es nur Placebos, die überhaupt nichts tun. Im schlechtesten Fall weiß man nicht, was die Inhaltsstoffe mit dem Körper eigentlich wirklich anstellen. Tja, warum klingelt gleich das Telefon, anstatt es direkt online zu bestellen? Ich denke mal, hier möchte man mit der Scham der Menschen spielen. Ist ja schon vielleicht auch peinlich, wenn man sich Erektionsstörungspillen im Internet bestellt. Also ist ja was körperlich nicht in Ordnung. Da, wo man den Mann an der Ehre packen kann. Tja. Und da rufen die dann an, damit man dann vielleicht möglichst das größte Paket auch kauft. Tja, funktioniert ja hier bei uns. Das Schlimme ist, dass die uns hier tatsächlich jetzt auch noch aus einer Vorbestellung, also von mir zwar selbst, aber dann Daten aus einem anderen Datensatz sagt. Selbst wenn sie hier die Vermutung hat, dass hier irgendwas mit Schabernack zu tun hat und dass irgendwas nicht nach rechten Dingen läuft. Was fällt der Dame ein, andere Datensätze bei fremden Kunden durchzusagen? Wie gesagt, ich hab's euch ja erklärt, hier spielen wir quasi mit sensiblen Sachen rum, mit der Scham der Leute. Und nun weiß ich, dass der Nachbar hier auch solche Pillen bestellt hat. Wäre ich jetzt ein Arschloch, könnte ich rübergehen, klingeln und den auslachen. Oder das in der Weltgeschichte rumerzählen. Und wenn's nur bei den Freunden ist. Tja, und schon ist der Ruf versaut. Es ist einfach nur absolut unterirdisch. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommen kann und warum die überhaupt am Telefon sitzen dürfen. Es ist absolut gruselig. Das scheint ja auch tatsächlich eine deutsche Firma zu sein, die das hier versendet und durchführt das Programm. Es ist ja alles so halblegal. Also letztendlich habe ich meine Daten ja eingetragen. Es stand nicht unbedingt da, dass sie mich anrufen werden.
Das bedeutet dann allerdings, dass da schon mal ein illegaler Werbeanruf stattfindet, auch wenn ich es ja vorhatte, das Ganze zu kaufen. Aber nun bin ich ja in dem Gefühl, dass ich ja was kaufen wollte, also ja, lasse ich das vielleicht über mich ergehen. Tja, und dann rutsche ich in so einen Strudel rein und hab dann noch die Daten vom Nachbarn. Einfach nur absolut unterirdisch. Tja, machen wir mal weiter mit dem dritten Gespräch, was ich euch heute noch mitgebracht habe. Ja, guten Tag. Hallo schon, guten Tag. So, Herr Steiner? Kann ich denn behilflich sein? Bitte, so, mein Name ist Timo Tassel und ich melde mich von FCA, Regulationsbehörde, Herr Steiner. Und wissen Sie, was FCA ist? Ja, dass die nicht aus Deutschland ist, die Behörde, ja. Bitte? Ja, ist keine deutsche Behörde. Ja, das ist mir, normalerweise haben sie Aufsitz in London, aber haben wir auch Filiale in Baden-Württemberg, ja? Nee, das ist ja und Quatsch, Behörde, hat die FCA kein Büro. Nicht, wir sind nicht Büro, wir sind internationale Behörde, Nee. Und die Behörde schützt die Kunden, die schlechte Erfahrungen haben mit Onlinehandel. Und mit uns haben wir die Möglichkeit, das verlorene Geld wieder zurückzuholen. Ja, wie habe ich denn da die Möglichkeit? Bitte, so Herr Steiner, also haben Sie so mit Erfahrung mit Onlinehandel. Na, warum rufen Sie denn jetzt genau an? Weil unsere Behörde hat eine Liste mit Kunden, die schlecht erfahren oder Geld verloren haben mit Onlinehandel, Trading, Kryptowährungen und so weiter. Aber da macht ja Ihre Frage nach meinen Erfahrungen keinen Sinn. Wieso? Haben Sie keine Erfahrung, oder? Das macht ja keinen Sinn, die Frage zu stellen, wenn Sie die Antwort schon wissen. Mhm. Ja, es ist ein Protokoll, deswegen sage ich so. Ja, ich sage es Ihnen Entschuldigung, wenn ich so gefragt habe, ja? So, und weiter jetzt? So, weiter. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, damit Sie das... ich habe so eine Frage gestellt erstmal, so wegen Ihrer Erfahrung. Ja, da habe ich Ihnen ja schon eine Antwort zugegeben jetzt. Wir haben keine Antwort. Sie haben sofort eine neue Frage. Ja, die Antwort war, wenn Sie die Antwort selbst schon wissen, warum fragen Sie dann die Frage nochmal? Ja, aber ich weiß nicht, was für eine Erfahrung. So, wie viel Erfahrung haben Sie? Sie rufen an, weil Sie... Ja, haben Sie schlechte Erfahrung. Und deswegen rufen Sie ja an, sagen Sie. Und dann macht doch aber die Frage danach keinen Sinn mehr, wenn Sie die Antwort vorher selbst... Ja, ich erzähle Ihnen jetzt. So, sagen wir so. Sie sagen zu mir zum Beispiel, ich habe so schlechte Erfahrungen. Die Frage ist, wie viel haben Sie da so eine schlechte Erfahrung mit? Wie viel Geld haben Sie Investitionen gemacht und wie viel verloren haben? So ganz kurz und klar. Ja, aber das müssten Sie doch als Behörde dann wissen, wenn Sie genau aus diesem Grund ja anrufen. Wir haben so tausende Kunden, so wir können so nicht alle so rechnen. Deswegen fragen wir auch besser nochmal von Anfang. Entschuldigung. Das macht ja gar keinen Sinn, was Sie da erzählen. Ach so, macht keinen Sinn. Okay, kann ich das leiten bei unserer Behörde? Kann ich auch sagen, ja, dass das keinen Sinn ist, ja? Okay. Ja, genau. Gut. Und jetzt kommen wir wieder ins Frage. Herr Steiner, haben Sie Erfahrung? Was für eine Erfahrung? Ja, aber ich habe Ihnen doch jetzt mehrfach geantwortet, dass diese Frage keinen Sinn ergibt. Mhm. Herr Steiner, schicke ich doch eine E-Mail bei Ihnen. Mit Ihre E-Mail-Adresse lautet gerold.steiner@mdzzfun.de, ja? Stimmt? Ja? Ja, was ist damit? Wenn Sie ein Interesse haben, wenn ich können Sie bei mir zu. Wenn Sie Interesse haben und an Ihren, was sage ich, wenn Sie schlechte Erfahrungen, Sie sagen ja auch überhaupt nicht, aber ich sage nur, wenn Sie schlechte Erfahrungen und Geld verloren haben. Haben Sie kein Interesse? Gut, das ist erledigt. Ja, wozu soll ich denn Interesse haben? Dann müssen Sie mir das mal erklären, ich weiß doch gar nicht, was Sie jetzt... Ich erkläre, aber Sie machen so eine neue Frage. Wenn ich weiter mit der Antwort, Sie gehen sofort an eine neue Frage, dann... Bitte? So funktioniert Kommunikation. Ja, aber nicht, damit ich... Ja, aber nicht, dass ich, was ich sagen sollte, dass Sie mich nicht ausreden, ja, deswegen sage ich auch. Das macht doch wieder keinen Sinn, was Sie so sagen, aber okay. So, worum geht's denn jetzt eigentlich genau? Was möchten Sie denn? Also, ja, jetzt kommt wieder die Frage, das meiste hätten Sie am Anfang so gesagt, aber jetzt sagen Sie zuletzt. Okay, so, wie gesagt, Herr Steiner, wenn Sie schlechte Erfahrungen haben, wie viele Geld, ob zum Beispiel, sagen wir so, bei Investitionen verloren haben, wir geben die Möglichkeit, damit Sie das Geld finden und wieder zurückzuholen können. Das ist ja Quatsch. Ganz gut. Das ist ja nicht Aufgabe von FCA. Das ist nicht die Aufgabe. Okay, wie ist das Aufgabe von unserer FCA?
Ja, die Marktregulierung. Mehr ist es nicht. Es ist nichts anderes als die BaFin. Mhm. Ja, meinen Sie so? Das meine ich nicht, das weiß ich. Das weiß ich. Haben Sie Erfahrung mit FCA? Man kann mit FCA keine Erfahrung haben, weil die mit privaten Leuten nichts zu tun haben. Demzufolge ist der ganze Anruf hier Blödsinn. Entschuldigung, Sie haben geredet über den FCA. Haben Sie eine Erfahrung mit FCA? Ja, man kann mit FCA meine Frage, keine bitte. Erfahrungen haben, habe ich doch jetzt gesagt. Ja, aber wo wissen Sie über FCA? Wo wissen Sie das? Ja, haben Sie doch gesagt, dass Sie von FCA anrufen. Nein. Sie haben gesagt, FCA funktioniert das nicht. Ich weiß es nicht. Wie funktioniert FCA, Herr Steiner? Ja, sagen Sie mir doch, bitte. Sie rufen doch angeblich von der FCA an. Glaubt Ihnen zwar keiner, aber haben Sie ja gesagt. Entschuldigung, machen Sie kein Spiel, bitte. Sie haben gesagt, so funktioniert, haben Sie mich gezeigt, so funktioniert ja. FCA. Dann sage ich Ihnen, wie funktioniert. Das ist eine Regulationsbehörde. Machen Sie kein Spiel, bitte, mit den Wörtern. Das, ich habe auch ja, keine Zeit, weil ich habe auch viele Kunden. Ja, funktioniert so, ja, deswegen der Betrug rufe ich, ja. Ja, sagen Sie einfach, was okay. Sie sagen sollen, aber nicht so eine Spielerei zu machen. Das ist, ja, aber Sie sind ja nur ein kinderlich. Betrüger. Bitte? Sie sind doch nur ein Betrüger. Ja, das ist ein Beleidiger. Ja, dann wenn Sie das als Beleidigung sehen, aber es entspricht ja den Tatsachen. Demzufolge ist es nicht als Beleidigung gedacht, sondern als Tatsache. Als nicht gedacht, aber so haben Sie auch gesagt. Und dann, wieso ich das verstehen jetzt? Naja, dass Sie ein Betrüger sind und sich mal lieber einen anderen Job suchen sollten. So sollen Sie das verstehen. Also, ja, finden Sie mir eins. Ich soll Ihnen einen Job finden. Na, so sieht's aus. Melden Sie sich beim Arbeitsamt, ja, die werden Ihnen schon helfen. Also, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für deine... Bitteschön. Ja, na gut. Ja, aber hören Sie auch nicht so kriminellen Sachen. Das ist nicht schön. Ja, danke schön auch. Mhm. Ja, sicher. Das ist auch gut. Mhm. Ja. Und was für Arbeit machen Sie, Herr Steiner, wenn ich fragen darf, was für ein Beruf? Ja, das dürfen Sie nicht fragen. Geht Ihnen nichts an. Das erzähle ich Ihnen nicht. Mhm. Danke schön auch. Bitteschön. Gut. Bitte schön. Tschüss, Herr Steiner. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg in Ihrem Leben, ja? Ja, das habe ich. Ja, gut. Das freut mich. Das freut ja, mich. Auch. Es ist selten in dieser Welt, in heutigen Tage, ja? Ja. Tschüss. Ciao. Winke, winke. Ja, da haben wir wieder so einen richtigen Finanzklops am Telefon gehabt. Tja, ich weiß mal auch nicht. Also, unterirdischer können die, glaube ich, ihre Produkte schon bald gar nicht mehr unter die Leute bringen. Mich wundert's wirklich, dass da Menschen ihre Kohle einzahlen. Ich meine, man braucht doch bloß mal zuhören, was da eigentlich am Telefon los ist. Und, naja, so richtig abgestritten hat er das ja jetzt hier mit dem Betrüger auch nicht mehr. Der hat wohl schon aufgegeben, mit den Kunden zu diskutieren. Ich meine, immerhin ist er ja mehr oder weniger höflich geblieben und nicht ausgerastet, wie es dann doch der ein oder andere Betrüger gerne mal tut. Beleidigen. Aber, tja, muss auch mal sein. Sind ja auch nicht alle Menschen gleich. Es ist einfach nur immer wieder Wahnsinn, dass die, ja, entweder kaum zuhören, einen nicht verstehen. Ja, es hat halt einfach auch mit der Sprachbarriere zu tun. Ich rufe doch auch nicht in irgendeinem Land an und lese nur vom Zettel ab und kann auch nicht mehr, was da auf dem Zettel steht. Das macht man doch einfach nicht. Ich meine, wir müssen hier immer überlegen, die rauben Menschen aus. Menschen aus unserer Umgebung, auch wenn es nur irgendwo in Deutschland ist oder zumindest in Europa. Österreich und Schweiz rufen sie ja auch ziemlich häufig an, wo die Statistiken allerdings sagen, dass hier Deutschland die Telefonate wohl am schlimmsten sein müssen. Tja, zumindest laut Statistik. Es hier wohl ziemlich häufig das Telefon klingelt und solche Leute dran sind. Es ist schon verwunderlich, dass das überhaupt funktioniert. Und es ist auch erschütternd, dass da Menschen ihr Geld einzahlen. Von daher teilt sehr gerne die Inhalte mit allen Menschen, die ihr kennt, damit niemand von eurem Umfeld da drauf hin reinfällt. Es ist einfach furchtbar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt's gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ja. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten mit Klingelglöckchen, denn dann verpasst ihr auch keins von den weiteren Videos mehr. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.